Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin wieder hier, euer Tobro, und bin ein bisschen leicht im Stress. Ich habe die Zeit verplant und ich will heute unbedingt auf der Jagd gehen nach einem schönen Foto. Und zwar Stativ mit. Es geht heute darum, Sonnenuntergang zu fotografieren. Mit Langzeitbelichtung auf den See. Also ab geht's zum See. So, meine lieben Freunde, wir sind hier. Man sieht den Sonnenuntergang da hinten schon anbrechen langsam. Ich werde mir jetzt mein Zeug schnappen. Ich habe noch ND-Filter und für dieses Objektiv bzw. für alle Objektive, die werden von hier oben reingeswitcht. Das werde ich dann auch nochmal in einem separaten Video auch nochmal vorstellen. Ich gehe jetzt nach unten, baue da erstmal das Stativ alles auf. Ich will versuchen, den Steg auch noch so ein bisschen mit reinzukriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich mit dem Handy weiter vloggen, beziehungsweise mit dem Handy das dokumentieren. Auch wenn da unten ziemlich viele Leute sind, kriegen wir es trotzdem hin. Ab geht's, erstmal unten aufbauen und dann habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe, weil dann muss ich sowieso warten, bis die Sonne im richtigen Licht steht. So, inzwischen ist leider die Sonne schon untergegangen, aber auch nach dem Sonnenuntergang kann man immer noch gute Fotos kriegen. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt zum Vloggen, ganz einfach, weil ich extrem viele Fotos gerade machen musste. Ich habe euch auf jeden Fall auch welche gezeigt und ich bleibe jetzt noch ein bisschen hier und beobachte noch ein bisschen das Wolkenspiel und werde auch noch davon noch ein paar Fotos machen, gerade auch in Hinsicht von Langzeitbelichtung. Es ist heute eigentlich relativ windstill hier am See, muss ich auch dazu sagen. Finde ich wirklich relativ cool. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt auch noch mal mitten auf den Steg und mache noch mal mitten auf den Steg noch mal ein paar Wasseraufnahmen mit oben, mit dem schönen Himmel. Das sieht nämlich wirklich, wirklich geil aus. Und noch was. Woran erkennt man einen guten Fotografen und einen Hobbyfotograf? Der Hobbyfotograf haut ab, sofern die Sonne untergegangen ist. Aber der Profifotograf, der wartet jetzt noch, weil gerade jetzt wird nochmal die Lichtstimmung extrem geil. Und wenn ich mir hier oben das Wolkenspiel angucke, das seht ihr jetzt leider nicht vom iPhone, das sieht extrem geil aus. Und davon werde ich jetzt so auch nochmal ein Foto machen. Ich habe jetzt benutzt, habe ich auch hier in der Hand, ND-Filter habe ich ganz vorne an meiner Kamera rangesetzt. Hier vorne ran. Und dahinter hatte ich nochmal einen Verlaufsfilter. Wie gesagt, kommt auch noch ein Video dazu. Finde ich extrem geil und hat mir wirklich auch eben gerade den Arsch gerettet. So, aber jetzt wirklich nochmal ein paar schöne Aufnahmen. Nochmal aus der Richtung, da so rüber. Jetzt sieht man es auch so ein bisschen. Und auch nochmal hier hinten auch nochmal das Restlicht auch nochmal einfangen. Weil die Stimmung sieht wirklich, wirklich extrem geil aus. Und ja, ab geht's. Ach ja, die Fotos habe ich eben gerade als Langzeitbelichtung gemacht. Ich konnte leider nicht so lange, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich mit über 2,5 Sekunden. Aber mir fehlte die Zeit, ganz einfach noch mehr von den Dingern hier auszupacken, weil gerade die Stimmung gerade so extrem geil war. Deswegen musste ich unbedingt schnell Fotos machen. Bin dann auf eine Sekunde, aber da das Wasser relativ ruhig sowieso schon war, sieht das Ding immer relativ cool aus. Zumindest sah es jetzt auf dem Kameradisplay so aus. Aber jetzt wirklich die Fotos. Seht ihr dieses Wolken- und Lichtspiel? Das hat der andere Fotograf eben gerade verpasst, weil er ganz einfach zu früh abgehauen ist. Und das ist mal so richtig geil. Das ist nämlich nach dem Sonnenuntergang. Ich habe leider ein bisschen zu früh die Verlaufsfilter abgebaut. Aber es kann auch einen schönen Look ergeben, wenn der Vordergrund, also spreche ich gleich das nochmal, wenn der Vordergrund und der Baum schwarz sind. Das kann auch was Schönes ergeben. Ich mache jetzt nochmal ein Foto. Damit ich nicht verwackele, macht es 2 Sekunden Selbstauslöser. Das läuft extrem geil, wirklich. Das kann halt eine schöne Stimmung ergeben, wenn es wirklich schwarz ist. Schwarz und dann dieser farbenfrohe Hintergrund. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, nannte man das die goldene Stunde. Und da bin ich ja gerade mittendrin.
Und ich habe jede Menge Fotos gemacht, RAW-Fotos in allen möglichen Variationen. Ich habe sogar noch ein paar Enten fotografiert, die sich hier vorne noch tummeln. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal ein Stückchen weiter zurück, versuche den Steg oder noch ein Stück weiter vor, versuche halt den Steg komplett mit reinzukriegen und baue noch mal kurz den Filter mit drauf. Und dann gucken wir, was noch für Fotos bei rumkommen. Heute wird natürlich ein bisschen kürzerer Vlog, weil da komme ich nicht hin. Ein bisschen mehr Matsch und alles drum und dran. Heute wird natürlich ein kürzerer Vlog, weil irgendwann ist natürlich das Licht komplett weg und dann kann ich auch nichts mehr anfangen. Und das Objektiv ist zwar geil, aber lichtstark, halt 4.0er Blende. Ist halt nicht die Optimallösung. Hier ist überall Matsch und Gatsch. Nein, da bleibe ich lieber doch stehen. Ich habe gedacht, ich kann mich irgendwo schön hinsetzen, aber das können wir abknicken. Ich werde nochmal an die Wasserkante gehen und nochmal mit der schwimmenden Insel, sagt man das so? Mit dem Kinderspaßinsel, jetzt wird schon wieder windig, mit dem Kinderspaßinsel, was man glaube ich noch ein bisschen im Hintergrund gleich sehen kann, da, mit der da, noch im goldenen Schnitt, werde ich versuchen im goldenen Schnitt zu setzen. Das erkläre ich wie gesagt alles mal, wenn das mit meinem anderen Kanal angelaufen ist, beziehungsweise wenn das anläuft, wenn ich diese ganzen Begriffe einmal komplett aufklären. Auch die Drittelregel und bla 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 bla, das kommt alles denn dementsprechend auf meinen Kanal. Da wird sich das halt nur um Fotografie drehen. So, jetzt mache ich aber weiter Fotos, bevor wirklich das letzte Sonnenlicht weg ist und das gerade so extrem geil rot. So, das waren jetzt so ziemlich die Fotos. Das Licht ist jetzt wirklich schon so ziemlich komplett verschwunden. Ich finde es auch cool, wie das iPhone hier eigentlich reagiert. Wirklich sehr schöne Fotos bei rumgekommen, hoffe ich zumindest. Ich habe sie bis jetzt noch auf dem Display angeguckt. Werde sie jetzt einmal gleich, wenn ich so eine Fotosession hatte, mache ich es noch auf der Kamera noch einmal angucken durch den Sucher. Und ich muss mich mal ein bisschen drehen, weil es windet ganz schön doll. Und da dann schon mal vorentscheiden, ob die Fotos gut sind oder nicht. Jetzt noch mal ganz kurz noch mal zu den Einstellungen, die ich getroffen habe. Also grundsätzlich habe ich hier mit den Verlaufsfiltern gearbeitet. Das heißt, das ist wie eine Sonnenbrille, bloß die obere Hälfte ist halt Sonnenbrille, die untere Hälfte nicht. Dadurch konnte ich den Vordergrund, hier so was unten so ist, so die, den Boden und alles, konnte ich dann noch halt relativ farbig haben. Und den Himmel auch. Und das ist halt der Vorteil, weil normalerweise, wenn man sowas macht, hat man entweder nur den Himmel schön in Farbe oder nur den Boden schön in Farbe. Man kann das auch in Lightroom und auch anderen Programmen übereinander legen, mehrere Fotos. Das heißt, man macht einmal ein Foto perfekt für den Himmel und einmal perfekt für den Boden. Kann man machen, aber damit ist es natürlich bedeutend einfacher, weil man muss nur ein Foto machen und nicht zwei. Und dennoch in der Nachbearbeitung noch zusammen cutten. So, das habe ich natürlich genutzt. Blende 22. Verschlusszeit hatte ich zwischen einer Sekunde und jetzt, also die letzten Fotos waren über drei, also 3,5 Sekunden bald, damit ich das Wasser, was ihr ja seht, schön glatt hinkriege und auch noch ein bisschen Bewegung in den Wolken habe. Allerdings ist nicht so extrem viel Bewegung drin, deswegen sieht man das wahrscheinlich fast gar nicht. Vielleicht, weiß ich nicht ganz genau. Für euch gibt es auf jeden Fall, oder für euch, gab es jetzt nicht die RAW-Fotos. Ich wollte gerade sagen, die RAW-Fotos, die gab es nicht. Die RAW-Fotos sind für mich. Für euch gab es die JPEG-Fotos. Die RAW-Fotos muss ich noch bearbeiten. Und werde ich dann mal in einem Spezialvideo vielleicht mal vorstellen. Oder wenn der Wind nicht ganz so doll ist. Oder spätestens, wenn meine HP da ist, werde ich sie da hochladen. Also, bleibt dran. Wie gesagt, HP kommt, ist in Planung. Wann sie kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht das da auch bald los. Ich baue jetzt auf jeden Fall ab. Würde mich hier jetzt auch mit dem iPhone verabschieden. Weil ich brauche jetzt nicht noch extra die andere Kamera anmachen. Mit dem iPhone geht es ja auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr so eine Fototouren sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und Tobro bedankt sich und sagt mal, bis die Tage, haut rein und ciao.